Heute möchten wir weitergehen mit dem Thema, möchte der wahre Allah, der Gott, gerne aufstehen. Und heute möchten wir sprechen über das Thema, der wahre Allah. Nun, der Allah, der Koran, hat Mohammed als sein Prophet auserwählt und hat einige Aussagen von Mohammed, des Sunnas, über sich selber auch bewahrt. Gleich wie bei Jesus, dass einige Aussagen über ihn selber 400 Jahre bevor Mohammed Großmutter geboren war, auch bewahrt sind. Nun ist die Frage, was sagt Mohammed über sich selber, nachdem er das Leben hat geführt, was er gelebt hat? Nun, Mohammed gibt eine Erklärung wie folgendes. Erstens, Allah hat ihn siegreich gemacht, durch seine Feinde Angst anzujagen. Zitat von Mohammed Said Abdul Rahman, The Meaning and Explanation of the Glorious Quran, 10. Teil, 2. Ausgabe, London 2009, Seite 46. Nun, ist mein Kommentar, ist das richtig? Ist das nicht, wie Hitler Polen, Frankreich, Österreich, Niederlande, Tschechoslowakei und Teil von Russland eingenommen hat? Hat dies Allah nicht Hitler siegreich gemacht, durch seine Feinde Schreck, Angst anzujagen? Ist das nicht, wie Karl der Große Europa besiegt hat und Napoleon die Hälfte Europa besiegt hat? Wie Mussolini Äthiopien und Libyen und Albanien eingenommen hat und versuchte, Griechenland einzunehmen? Denkst du, dass die römischen Legionen, die das größte Teil Europas und Teile von Afrika und das Nahe und Mitte Osten übernommen haben, nicht ihre Feinde Angst angejagt haben? Jeder von ihnen konnte gesagt haben, Allah hat zum Beispiel der Cäsar, Kaiser, siegreich gemacht, durch seine Feinde Angst anzujagen. Was heißt das geistlich? Nicht eine einzige Sache. Allahs Mohammed war vollkommen beschäftigt mit sich selber. Mohammed sagt, dass die Erde für ihn und Allah gemacht wurde. Er hat auch gesagt, dass wenn du ihm gehorchst, dann gehorchst du Allah, nach Surah 4, Vers 80. Und er hat gesagt, dass die Erde war für ihn und Allah gemacht, nach der Hadith Bukhari, 4. Teil, Nummer 392. Das heißt, nach Mohammed bekommt Jesus Christus keinen einzigen Teil dieser Erde. Die 12 Aposteln, die sitzen auf den 12 Stühle, um die 12 Geschlechte Israel zu richten, nach Matthäus 19, 28, bekommen auch nichts von dieser Erde. Und niemand von diesen treuen Diener, die Teil bekommen hat in den Talente und die Pfunde in Matthäus 25 und Lukas 19, bekommen davon ein Teil. Das ist nicht alles. Du als Christ, die ein Erbe bekommen hat und verheißend bekommen hat, Römer 8, Vers 17, Kolosser 3, 24, wenn du das durch Werke hat verdient, nachdem du errettet wurdest, in 2. Timotheus 2, 12, bekommt davon auch nichts. Paulus hat gelogen nach Epheser 6, Vers 8. Christus hat gelogen nach Matthäus 25, 34. Sie bekommen keine Erbe auf dieser Erde. Weil Mohammed hat es gesagt, das ist für ihn gemacht und für seinen Mondgott. Das ist der Allah, das ist der Mondgott. Das kann man auch unter anderem sehen auf die Fahne von Pakistan. Ein fünfzackiger Stern, ein Pentagramm mit einem Mond. Willst du diesen Mann, diesen Leger, Armeeführer in Aktion sehen? Mohammed hat gesagt, dass diesen Gewinn, was man bekommen hat nach einem Krieg, gesetzlich für ihn war, aber nicht war gesetzlich für diejenigen vor ihm. Das heißt, kein Prophet konnte die Frauen und Kinder von seinen Feinden stehlen. Und nachdem sie getötet wurden und nachdem er das Land genommen hat, bis er erschienen ist. Das war sein gerechter Standard von Gericht. Schlussendlich gab sich selber das Recht, um Fürbitte zu tun für Sünder auf den Tag der Auferstehung. Wenn du nun vor Gott kommen müsstest, ja, de Allah, und Rechenschaft abgeben für das, was du in deinem Körper hast getan, 2. Korinther 5, Vers 10, für jedes unnütze Wort, was du gesprochen hast, Matthäus 12, 36, und alle geheime Sünden, die du begangen hast, nach Prediger 12, Vers 14, brauchst du dann einen Fürbitter, einen Anwalt, nach 1. Johannes 2, Vers 1, und sollst du dann Mohammed fragen, um für dich einzutreten?
Was konnte er für dich oder für sich selber sagen, falls er eintreten könnte? Nochmals, er hat gesagt, wenn du mich gehorchst, gehorchst du Gott, Sura 4, Vers 80. Und die Erde ist für mich und Gott, das heißt Allah, geschaffen. Du wirst auch noch nach ihm gehen für Fürbitte. Der gleiche Prophet hat gesagt, du kannst nicht ins Paradies kommen, wenn du noch das Gewicht von einem Mostardsamen Stolz in dir hat. Sahih Muslim, erste Buch, Nummer 164 bis 166 und Seite 105 von der Aussage von Mohammed Allama Sir Abdullah. Das ist eine von diesen Aussagen von Mohammed. Diese Sunna, diese Aussage, hat ihm etwas offenbart. Ein Egomaniak, die für dich eintreten muss. Das war bei ihm noch größer als bei dem Papst. Dieser militäre Diktator, den ich schreiben und lesen könnte, hat gesagt, dass die Propheten der Heiligen Schrift wurden geschickt nur zu einer Nation. Aber er, Mohammed, wurde an die ganze Menschheit geschickt. Nun, das ist interessant, wenn wir das nun auch vergleichen mit der Aussage des Herrn Jesus Christus in Matthäus Kapitel 11, Vers 28. Dann lernen wir, kommet her zu mir, alle, die mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Nun, wenn Mohammed mal geboren wurde, warum hat Gabriel das Folgende dann nicht gesagt? Der Engel sprach zu ihnen, fürchte euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Warum hat dieser Allah dann nicht Mohammed genommen als Prophet an den Heiden, nach Römer 11, Vers 13 und 15, Vers 16, wenn er Allah für die ganze Menschheit da war? Mohammed hat ihn nicht mal außerhalb von Arabien geschickt. Ist niemals gegangen. Seine Armeen sind gegangen. Schau mal an, was der Allah des Neuen Testament sagt über Paulus in Römer, Kapitel 15, Vers 16. Da lesen wir Folgendes. Das ist schon ein Diener Christi unter den Heiden sein zu opfern, das Evangelium Gottes, auf das die Heiden ein Opfer werden, Gott angenehm geheiligt durch den Heiligen Geist. Allah hat Paulus Prophet gemacht an alle Heiden auf aller Kontinenten. Das Evangelium, das er predigte, war nicht nur eine Beschreibung an Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Es war das Evangelium der Gnade Gottes nach Apostelgeschichte 20,24, was offenbarte an ihm, bevor er ihn in Asien geschickt hat und nach Europa hat geschickt, nach Apostelgeschichte 19,10. Nun, wenn Mohammed durch die ganze Menschheit geschickt wurde, war das um was zu tun? Er hat niemals die Leute Traktaten gegeben, hat niemals für sie gebetet, hat niemals nach ihnen gezeugt, hat niemals Predigten ihnen gegeben, hat keine persönliche 1:1 Sinngewinnarbeit gemacht. Die Wahrheit ist, dass die Armeen rausgegangen sind, um sie umzubringen, wenn sie nicht den Islam akzeptierten. Alle Biografen von Allah sagen die folgende Sache. Er war ein Kommandant von einem Heer. Er hat Krieg geplant, er hat seine Truppe in seine Armee in den Streit geführt, er hat gekämpft gegen seine Mitstammleute und sie umgebracht, die Araber. Er hat auch befohlen, hunderten Juden umzubringen, die verweigerten, seine Befehle zu akzeptieren und seine Gemeinschaft beizutreten. Er hat die Kriegsbeute verteilt und Frauen genommen, die Witwe von den Männern, die er getötet hat, in Kampf, hat Sklaven aus ihren Kindern gemacht. Behind the Veil, zweite Teil, Seite 77 bis 91, Jakob Abd el-Shafi in 2006. Und dann sagen sie noch, dass Mohammed hat das alles getan im Namen Gottes. Aber sein Gott hat keinen Namen. Was war Mohammed?
Er war ein brutaler militärer Diktator. Aber wir haben keine Propheten oder Prophezeiungen von diesem Prophet, die in Erfüllung gegangen sind. Alle Geschichtsschreiber und Biografen sind einverstanden bezüglich der folgenden islamitischen Vorstellungen. Die klassische Islam unterteilt die Welt in zwei Gebiete, eine Welt im Friede und eine Welt im Krieg. Was ist das dann, diese Welt im Friede? Das ist ganz einfach. Das ist, wo die politische Obrigkeit eines Volks kontrolliert wird von Moslems und wo der Islam ist praktiziert und der Koran wird beachtet. Das ist die Welt im Friede. Doch Problem ist, dass Mohammedaner haben ein anderer und andere Völker umgebracht, seit Mohammed gestorben ist. Das ist die Welt im Friede, wo der Islam praktiziert ist und der Koran beobachtet wird. Was ist diese zweite Welt, die Welt des Krieges und Unwissenheit? Das ist jedes Land, das nicht wird geführt von Muslimen. Sunni oder Shia. Also die göttliche Mission von Islam nach der Allah und der Koran ist, um alle Völker in der UNO zu attackieren, die werden geführt von Nicht-Muslimen und sind Unterdrückung zu bringen an Mohammed. Das bedeutet eigentlich Mohammedanismus. Mohammedanismus ist eine Religion. Islam. Unterwerfung. Nun, die Frage ist, ist das ähnlich wie der Allah des Neuen Testaments, der Gott und Vater des Herrn Jesus Christus? Hört das wie ihr? Nun, das ist der Gott des Alten Testaments von einer jüdischen Theokratie. Das, was der UNO Zionismus nennt, ist das gleiche alttestamentliche Religion, gestohlen vom Alten Testament und revidiert. In der Theokratie, der Herrscher ist ein König, Priester und ein Krieger wie David, der nicht Jude umbringt, wie Josua und Moses getan haben, wie er mehr als eine Frau hat, wie Salomo. Das heißt, der Islam ist nichts anderes als eine Nachahmung von das Reich Israel im Alten Testament, mit Ausnahme, es gibt einen unterschiedlichen Allah, die zeigt, die ist ebenso antisemitisch ist als Adolf Hitler. Der Allah des Alten Testaments sagte, dass wenn der Zionismus schlussendlich zurückgeht, nach Amos 9,11 und Jeremia 24,6 und 5. Mose 33,29, das soll es sein an universale jüdische Theokratie, nach Jesaja 60, Vers 3 bis 16, unter einem militären jüdischen Diktator, nach Offenbarung 2, Vers 26 und 27. Und voilà, der Gott, der Koran, ist eigentlich wie ein Person, die religiös nicht gerade das tut, was er sagt. Die Bibel spricht von der Gott ohne einen Namen, identifiziert ihn als der Gott dieser Welt nach 2. Korinther 4, Vers 4. Das ist sein Name, der Gegner. Ein Allah war der Wahre, der andere war ein Betrüger, der Gott dieser Welt. Mohammeds weltweites nationaler Zionismus wird gefunden in Lukas Kapitel 4, Vers 5 und 6. Das ist nicht jüdisches Zionismus. Warum nicht? Es ist nicht von den Juden. Rettung ist aus den Juden, sagt der Herr in Johannes 4, Vers 22. Aber ist die Anbetung von dem Gott dieser Welt nach Offenbarung 13, 4 mit diesem Drache offenbart in einem Tier, Daniel 11, 36 und 2. Thessaloniker 2, Vers 4. Das ist der Gott, der sagte, er möchte sein wie Gott, Jesaja 14, 14, bevor 1. Mose Kapitel 1, Vers 2. Und wird verglichen mit dem Titel, oder genannt nach dem Titel, die Gott zukommt, Heilige Vater, Johannes 17, 11. Das ist der Gott, die den Titel Jesus Christus genommen hat, Morgenstern, und ein Nachahmer von der wahren Morgenstern, ein Herrn Jesus Christus in Offenbarung 22, 17. Ich möchte die wahre aller gerne aufstehen. Der Gott des Alten Testaments muss hier aufstehen, weil er ist nun gesessen nach Offenbarung 3, 21. Um Psalm 90, Vers 8, 99, 1 und 110, Vers 1. Die Juden in der kommenden Trübsalzeit, Jeremia 30, 7, sagen immer wieder, steh auf, Herr. Lass Gott aufstehen und seine Feinde zerstören, im Psalm 9, 19, Psalm 44, 23 und 26, Psalm 82, Vers 8, Psalm 68, Vers 1. Der wahre Allah will aufstehen, wenn der falsche Allah niedergeschmissen ist, nach Jesaja 14, 5 und 15, Ezekiel 21, Vers 25 bis 27. Wenn er aufsteht, dass er nicht nur die Erde unter ihm zittern, nach Habakkuk 3, 3 bis 8 und Jesaja 24, Vers 3 bis 6, er soll sowohl die Himmel Mehrzahl als die Erde zittern lassen, Hebräer 12, Vers 26 und Haggai 2, 21.
Dann soll die ganze Welt wissen, wie der wahre Allah war und ist. Er war und ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Er war offenbart im Fleisch als ein Mensch. Und der Mensch hat gesagt, die Rettung ist aus den Juden, Johannes 4, 22. Nun, der Allah hat niemals einen Moslem, Mohammedan oder Araber, einen ehrvollen Namen erwähnt, wenn es kam zu Anbetung, Gebet, Prophezeiung, moraler Code oder Rettung. Nicht einmal hat der Gott von Mose, Abraham, David und Jesus Christus jemandem gesagt, jemand zu folgen oder zu hören, einen falschen Prophet, die ein Mondgott darstellt. Warum sollte er? Das war sein Rivale. Sein Rivale macht einen Sünde groß. Du sagte, er war nicht ohne Sünde. Sura 40, 55, 48, Vers 2 und 47, 19. Und sagte, er hat nicht die Gabe der Prophezeiung nach Sura 6, 50, Notiz 7, 7, 8. Aber er hat den Mut, um ein ganzes Volk ins Gesicht anzuschauen und ihnen zu sagen, dass der Weg, um Gott zu gehorchen, der Gott des Universums zu gehorchen, war, um ihm persönlich zu gehorchen. Das ist Mohammed nach Sura 4, Vers 80. Dann hat er mit Nagel die Augen von Leuten ausgekratzt, Finger abgeschnitten, Hände abgeschnitten, Füße abgeschnitten, Gemeinschaft gepflegt mit einem neunjährigen Mädchen, also hat Sex gehabt, hat seine Schwiegertochter geheiratet, Juden umgebracht und getötet, Sklaven aus ihren Frauen gemacht und ihre Kinder gemacht und daneben natürlich noch Kamelurine getrunken für gute Gesundheit. Hodadit von Bukhari, 1. Teil, Nummer 234. Diese Person beansprucht, dass der Gott des Alten Testaments von einer jüdischen Theokratie definitiv weggetan wurde und hat das alles gegeben an einen Kamelfahrer, sodass diese der Vereinten Nationen aus dem auserwählten Volk des Menschen führen könnte. Nach Sura 6, 74, Sura 48, Vers 28, Sura 6, Vers 165, Notiz 2160 und 1767. Diese arme, blinde, stolpernde Person hat wirklich gedacht, dass er alle Katholiken, Juden, Hindus, Buddhisten, Taoisten, Humanisten, Satanisten konnte konvertieren, um einen Mondgott zu glauben, die keinen Namen hatte und den niemand auf Erde Sicherheit von ewiges Leben geben könnte, bis nach das jüngste Gericht. Aber Allah Akbar. Seine größte Motivation war sexuell und der zweite war Mord. Mohammed hat auch gesagt an seine Mitgläubigen, wie viele Ehebrüche Allah erlaubte für jeden Mann nach seinen sexuellen Driften und wie man erscheinen, als ein gerechter Mensch erscheinen könnte, um auch, wenn man auch Leute umbrachte, die man nicht gerne hatte. Nicht mal die Christus ablehnende Pharisäer, die Gottes Sohn ermordet habe, nach Apostelgeschichte 7,52 konnten das durchbringen. Sie waren sehr religiös erschienen und dachten, dass sie Gott einen Günst getan habe, wenn sie seinen Sohn ermordeten, nach Johannes 16, Vers 2. Vögel eine Art kommen immer zusammen. Wenn der Heilige Allah, der Heilige Schrift aufsteht, werden alle anderen Allahs weggeschmissen. Preis Gott, Jesus Akbar, muss man vielleicht sagen. Dann möchte ich sprechen über Gottes Sohn gegenüber der Botschafter von Allah. Wir sollen weiter diese zwei Allahs miteinander vergleichen und wir möchten weiter einfach das Wort Allah nutzen, um hinzuweisen auf den Gott des Alten Testaments, Jehova und sein Sohn Jesus, im Neuen Testament, von dem Thomas gesagt hat, mein Herr und mein Gott, nach Johannes 20, 28. So, wir nennen ihn unseren Gott, der Gott, Allah, und wir nennen Mohammeds Mondgott. So, der eigene Name sein Sin, von der Sinai-Wüste, Wüste von Sin, mit seinen drei Töchtern, der Gott, Allah. Und dann sollen wir
schauen, wenn wir auch einige Verbesserungen finden können, dass diesen Gott von Mohammed, die gemacht hat, über den Gott von Abraham, Isaac und Jakob und Mose und der Herr Jesus Christus. Thema ist, möchte der wahre Allah bitte aufstehen. Nun, wir schauen diese zwei Allahs an in der Bibel und das Wort Allah einfach, der Gott, bedeutet, der Gott Allah, wie präsentiert in der Koran, kommt nicht näher der Gott von Abraham, Isaac, Jakob, Mose, David und Jesus Christus. Das ist ganz klar von der Geschichte von David, Mose und den Propheten und die Reden von Jesus Christus, wie sie aufgeschrieben sind in die Evangelien von Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Unser Problem ist noch immer herauszufinden, welche dieser Götter der richtige Gott ist. Zum Beispiel, wenn Jesus auf Erde war, hat er dich gewarnt, dass was auch nach ihm stattfinden soll. Mohammed kam nach ihm und das, ich hatte die Leute vergessen, was Jesus gesagt hat, was nach 33 nach Christus stattfinden soll. Der Gott, die Matthäus inspirierte, zitiert Jesus Christus, wenn er das folgende sagt, kurz bevor er zum Himmel zurückkehrt. In Matthäus Kapitel 24, Vers 24. Wenn es wieder falsche Christi und falsche Propheten aufstehen und große Zeichen und Wunder tun, das verführt werden in den Irrtum, wo es möglich wäre, auch die Auserwählten. Er sagte Matthäus 24, Vers 5, denn es werden viele kommen unter meinen Namen und sagen, ich bin Christus und werden viele verführen. Matthäus 24, Vers 11, und es werden sich viel falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Wie ist man fähig, um einen falschen Prophet herauszufinden, wenn er sich offenbart? Nun, nach dem Gott des Neuen Testaments ist es einfachst in der Welt. Wenn ein Prophet sagt, Allah, der Gott, niemand hat einen Sohn Gott, ist er ein falscher Prophet. Das ist, was der Gott sagte durch seinen Apostel Johannes in das erste Brief von Johannes. Wir sollten das miteinander lesen, lassen die Schrift sprechen. In 1. Johannes, Kapitel 4, Vers 1, 2 und 3. Ihr Lieben, glaubt nicht einem jedlichen Geist, sondern prüft die Geister, ob sie von Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten ausgegangen in die Welt. Daran sollt ihr den Geist Gottes erkennen. Jedlicher Geist, der da bekennt, dass Jesus Christus in das Fleisch gekommen ist, der ist von Gott. Jedlicher Geist, der da nicht bekennt, dass Jesus Christus ist, in das Fleisch gekommen, der ist nicht von Gott. Das ist der Geist des Wiederchrists, von welchem ihr habt gehört, dass er kommen werde und ist jetzt schon in der Welt. Kindlein, ihr seid von Gott und habt jene überwunden, denn der in euch ist, ist größer, denn der in der Welt ist. Nun, Allah, der Gott, hatte ich gesagt im Neuen Testament, dass wenn Jesus in Fleisch kam, er war und ist Gott offenbart im Fleisch, wenn du zumindest mindestens eine alte Luther-Bibel hast. Der Allah des Neuen Testaments hat ein Mann geschrieben, von wem er, Allah, sagte, dass sein Apostel zu den Heiden war, in Römer 11, 13. Gott war offenbart im Fleisch. Das ist, was der Diener an den Heiden aufgeschrieben hat, in Römer 15, 16. Mohammed hat niemals Allah gesehen, aber Petrus, Jakobus, Johannes und Paulus, die haben ihn gesehen. Und es war durch die Inspiration des Heiligen Geistes, von wem Allah von der Koran sagt, dass es Gabriel war, dass Paulus, wurde gesagt, aufzuschreiben, dass Gott war in Christus, 2. Korinther 5, Vers 19. Das bedeutet, dass wenn Jesus Christus im Fleisch kam, er war Jehova, Gott im Fleisch. Deswegen den hat Jehova den Namen Jesu gegeben, bedeutet Jehova rettet. Die ganze Welt wurde eine Warnung gegeben über Mohammed und Allah mehr als 400 Jahre bevor Mohammeds Geburt. Wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater, Allah, seinen Sohn hat geschickt als Heiland der Welt, 1. Johannes 4, Vers 15. Und da sagt der Herr Johannes weiter in 1. Johannes 4, Vers 15, welcher nun bekennt, dass Jesus Gottes Sohn ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Der Apostel Johannes geht weiter, um zu schreiben, 1. Johannes 4, Vers 15. Gott, aber das Wort Allah, muss schlussendlich doch die Gott bedeuten. Das heißt, Gottes Sohn soll sein Sohn von Allah. Und das ist genau das Gleiche, was Billy Graham und der Papst Bedoglio sagen. Beide sagen, dass der Gott der Christen Gott von Mohammed ist. Er hat noch einen anderen Namen. Das heißt, ich zitiere 1. Johannes 4, Vers 15, das ist genau das Gleiche, sagt.
Noch ein paar Passagen aus dem Evangelium nach Johannes, 1. Johannes 5, Vers 1 und Vers 2. Wer der glaubt, dass Jesus sei der Christus, der ist von Gott geboren. Wer da liebt, den, der ihn geboren hat, der liebt auch den, der von ihm geboren ist. Aber das müssen wir anders lesen. Wer der glaubt, dass Jesus sei der Christus, der ist von Allah geboren. Wer da liebt, der ihn geliebt hat, das ist Allah, der liebt auch den, der von ihm geboren ist. Allah. 1. Johannes 5, Vers 4 und 5. Denn alles, was von Gott, Allah, geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist aber, der die Welt überwindet, ohne der da glaubt, dass Jesus der Sohn von Allah ist, Gottes Sohn ist? Denn drei sind die der Zeugen im Himmel, Vers 7 von 1. Johannes 5. Der Vater, das Wort und der Heilige Geist, diese drei sind eins. Vers 9. So wie das der Menschen Zeugnis annehmen, so ist Gottes Allahs Zeugnis größer. Denn Gottes Allahs Zeugnis ist das, das er gezeugt hat von seinem Sohn. Der Gott hat einen Sohn. Welcher Gott? Der Gott des Neuen Testaments. Ich lese das Neue Testament in 1. Johannes 5, Vers 12. Wer den Sohn Gottes hat, Entschuldigung, wer Allahs Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes, wer Allahs Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht. Solches habe ich euch geschrieben. Ihr glaubt an den Namen des Sohn Gottes, Allahs Sohn, auf dass ihr wisset, dass ihr das ewige Leben habt und dass ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes, an den Namen von Allahs Sohn. Vers 20, Vers 5. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes ist und ist und sind in den Wahrhaftigen in unserem Sohn, Allahs Sohn, Jesus Christus. Wer ist Jesus Christus? Dieser ist der wahrhaftige Allah, der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Das bedeutet, dass Johannes in die Hölle gegangen ist, nachdem er es geschrieben hat. Wenn der wahre Gott diejenige war, die sogar hat gesagt, rezitiere den Koran an Mohammed. Ich frage mich, ab welch Allah ist der wahre? Ich weiß eine Sache. Der Allah des Neuen Testaments konnte seinen Sohn auferwecken von den Toten und ihm zum Heiland der Welt machen. 1. Johannes 4, Vers 14. Der Allah von dem Koran konnte sein Botschafter nicht auferwecken. Mohammed blieb tot. Das war jeder, sein Gebeinkammer finden in Mekka. Das ist ein kleiner Unterschied, nicht? Der Allah des Neuen Testaments konnte ein toter Prophet bekehren in einen ewigen Messias. Der Allah von der Koran konnte nichts tun mit irgendeinem toten Prophet, aber noch sein Begräbnis gehen. Ich gehe nach Johannes Kapitel 5. Und versuchen nochmals diese Allah auszuprobieren. Weil ich will tun, wie die Evangelist Billy Graham sagt und der Papst Bedoglio tut. Die sagen, es ist der Gott, den ich anbete und ich kann ihn Allah nennen. Das ist einfach ein anderer Name für ihn. Na, hier haben wir Allah schon im Neuen Testament nach Johannes 5, Vers 19. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, weil ich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von ihm selber tun, denn was er sieht, den Vater. Nein, was er den Allah sieht, tut. Denn was dieselbige, was Allah tut, das tut gleich auch der Sohn. Der Vater, Allah, hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er tut und wird ihm noch größere Werke zeigen, dass ihr euch verwundern werdet. Denn wie der Vater die Toten, Entschuldigung, denn wie Allah die Toten auferweckt und macht sie lebendig, also auch der Sohn macht lebendig, welchen er will. Denn der Vater, Allah, richtet niemandem, sondern alles Gericht hat er den Sohn übergeben, dass sie alle den Sohn ehren, wie sie den Vater Allah ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater, Entschuldigung, der ehrt Allah nicht, der ihn gesandt hat. Und es ist 5, Vers 26. Denn wie der Vater, denn wie Allah das Leben hat in ihm selber, also hat er dem Sohn gegeben, das Leben zu haben in ihm selber. Johannes 5, Vers 42. Aber ich kenne euch, dass ihr nicht Gottes oder Allahs Liebe in euch habt. Ich bin gekommen in meines Vaters Namen, Entschuldigung, ich bin gekommen in den Namen von Allah und er nimmt mich nicht an. So ein anderer wird in seinem eigenen Namen kommen, den werdet ihr annehmen. Wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmt und die Ehre, die von Gott, von Allah allein ist, suchet ihr nicht. Ihr sollt nicht meinen, dass ich euch vor dem Vater verklagen werde. Es ist einer, der euch verklagt,
dem Mose, auf welchem ihr hofft. Da muss man so lesen, dass ich euch vor dem Allah verklagen werde. Mose schrieb von wem? Dies spricht Jesus, nicht Mohammed. Mose musste schreiben über Allahs Sohn. Und hast du gesehen, was wir hier getan haben? Jedes Mal, wenn ein Hinweis ist zu Gott, der Vater, habe ich das Wort Allah erwähnt. Weil wenn Christus Hinweis zu dem Vater, weist er sicher hin zu der Gott. Also wir gehen weiter zu tun, was Christus sagt über den Gott. Das ist Allah nach dem Papst und Billy Graham, ein großer Evangelist. In Johannes 3, Vers 34. Denn welchen Gott gesandt hat, der redet Gottes Wort. Denn Gott gibt den Geist nicht nach Maß. Entschuldigung. Denn welcher Allah gesandt hat, der redet Gottes Wort. Denn Gott gibt den Geist nicht nach dem Maß. Der Vater hat den Sohn, Entschuldigung, Allah hat den Sohn lieb und hat ihm alles in seine Hand gegeben. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gott, Entschuldigung, der Zorn Allahs bleibt über ihm. Die letzten zwei Versen sollten Mohammed in die Hölle bringen. Er hat nicht geglaubt, dass Allah einen Sohn hat, um zu lieben. Mohammed glaubt nicht an den Sohn, dass er ein ewiges Leben hat von Allah. Mohammed hat gesagt, wenn du Allah glaubst, dass er einen Sohn hat, dann bist du ein Ungläubiger und sollst du getötet werden. Nach Surah 2, Vers 116, Surah 72, Vers 3, Surah 9, Vers 120 und 30, Surah 5, Vers 17, Surah 37, Vers 152, Surah 23, Vers 89, Surah 10, Vers 68 bis 70. Gehen wir noch ein paar Kapitel zurück in Johannes 1, Vers 18. Niemand hat Gott je gesehen, der eingeborene Sohn. Entschuldigung, niemand hat Allah je gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters, der in Allahs Schoß ist, der hat es uns verkündigt. Jesus Christus hat gesagt, das zu Mohammed, dann sollte Mohammed Jesus direkt diese Stelle umgebracht haben. Genauso wie die Pharisäer versuchten zu tun, wenn Jesus Christus etwas Ähnliches hat gesagt, Johannes 10, Vers 31. Luben die Juden einmal Steine auf, dass sie ihn steinigten. Wie wir heute sprechen. Nun, Mohammed hat geschworen, dass Allah niemals einen Sohn hat. Und wenn du geglaubt hättest, dass er einen Sohn hatte, warst du ein Ungläubiger und ein Blasphemer, ein Gotteslästerer. Siehst du das nicht? Der eine Allah muss dauernd ein Lügner aus der andere Allah machen. Wer ist nun der Lügner? Wer spricht die Wahrheit? Ein blinder Mann wird geheilt und alle Leute sehen ihn, wandern und preisen Allah. Petrus sagt, der Gott, Allah, Abraham, Isaac und Jakob, hat seinen Sohn Jesus verherrlicht, wie ihr übergeben habt, und ihr habt den Fürst des Lebens umgebracht, wem Gott, Allah, nach dem Papst, hat auferweckt von den Toten. Und seine Name, durch Glauben in seinen Namen, hat er diesen Mensch stark gemacht, nach Apostelgeschichte 3, Vers 13, 15 und 16. Und wir lesen ein wenig weiter, in Apostelgeschichte Kapitel 4, Vers 10 und Vers 12. Sei ich euch kundgetan und allem Volk von Israel kundgetan, dass in den Namen Jesu Christi von Nazareth, welchen ihr gekreuzigt habt, den Gott, Allah, von den Toten auferweckt hat, steht dieser all hier vor euch gesund. Vers 12, und ist in keinen anderen Heil, ist auch in keinen anderen Namen des Menschen gegeben, darinnen wir sollen selig werden. Das sagt die Schrift. Rettung in einem Namen, Heil in einem Namen. Welcher Name sollte das sein? Allahs Sohn. Na, Allah hat keinen Sohn nach Gabriel, die der Koran und Mohammed hat gegeben. Der Allah des Neuen Testaments hat eins. Thomas sagte von Allahs Sohn, mein Herr und mein Gott, nach Johannes 20, 28. Wenn das noch nicht genügend wäre, lesen wir in Hebräer Kapitel 1, Vers 5, 6, 7 und 8. Hebräer 1, Vers 5. Denn zu welchem Engel hat er jemals gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt, und aber mal, ich werde sein, Vater, Gott Allah sein, und er wird mein Sohn sein. Vers
6, und aber mal der ein für den Erstgeborenen in die Welt spricht er und er soll dann in aller Gottes Engel anbeten. Von den Engeln spricht er zwar, er macht seine Engel Geister und seine Diener Feuerflammen, aber von dem Sohn Allah, dein Stuhl wird, das ist Gott, wird von Ewigkeit zu Ewigkeit, das Zepter deines Reichs ist ein richtiges Zepter. Na, was sagst du darüber? Weißt du, was der Allah, die das Neue Testament dir gegeben hat, hat gesagt? Er hat gesagt in Vers 9 von Hebräer 1, du hast geliebt die Gerechtigkeit und hast gehasst die Ungerechtigkeit. Darum hat dich, o Gott, Allah, gesalbt, dein Gott, Allah, dein Allah, mit dem Öl der Freunden über deine Genossen. Möchte die wahre Allah nun bitte aufstehen. Das heißt, Allah von Mohammed muss ein notes männliche, ablehnende, lügende, blasphemische, falsche Prophet sein, nach dem Inhalt des Neuen Testaments. Der Allah, der Koran, hat sich niemals offenbart. Gott, die Bibel hat das getan. Der Allah, der Koran, hat die ganze Offenbarung von beiden Testamenten abgelehnt. Weil die Art von der Gott, das Werk der Gott war, der Werk des Heiligen Geistes war und 500 Prophezeiungen von zukünftiger Geschichte noch stattfinden sollen, in den nächsten 1000 Jahren ablehnen. Ist das die Wahrheit? Oder der Allah des Alten Testaments hat einfach 39 Bücher lang gelogen. Der Allah des Alten Testaments hat vorausgesagt in der Zeit, wenn Israel die ganze Welt beherrschen möchte. Wenn Friede kam, kam er nach Jerusalem, nicht nach Rom, New York, Mekka oder Medina. Nach Psalm 76, 1, 2 und 3. Wenn es kam, dann sollte Herr die ganze Erde übernehmen nach Jeremia 25, Jesaja 24, Jesaja 14. Man soll die ganze Welt richten als Gottes Sohn auf Davids Stuhl und zeigt ihr, warum er genannt wird, der Sohn des Davids. 400 Versen im Alten Testament, inspiriert von Allah, sprechen von dieser Sache. Zum Beispiel Sacharja 9, Vers 10, Psalm 96, Vers 3, Psalm 66, Vers 3 und 4, Psalm 72, Vers 11, Psalm 67, Vers 4. Alle diese Sachen sollen stattfinden, lange, lange bevor der letzte Tag oder das letzte Gericht stattfinden soll. In Psalm 46, Vers 6 und 7, Psalm 96, Vers 10 bis 13, Jesaja 45, Vers 11 bis 14, Jesaja 63, 1 bis 6. Allah kommt, wird König über die ganze Erde im Psalm 47, Vers 7, Psalm 48, Vers 2 und Vers 7, 1000 Jahre bevor an irgendeinem letzten Tag dessen Gericht stattfindet. Das bedeutet, dass der Allah, der Koran, so blind war, wie ein Moll in einem Keller mitten in der Nacht. Bitte untersuche die folgende Referenzen. Psalm 76, Vers 9 und 12, Psalm 72, Vers 8 und 11, Psalm 46, Vers 6, Psalm 98, Vers 9, Psalm 102, Vers 15, Psalm 114, Vers 7, Haggai 2, 22, Jesaja 31, 4, Jesaja 17, Vers 13, Zacharja 8, 2 und 3, Esther Samuel 2, Vers 10. Weißt du, was hier steht geschrieben? In diesen Versen wird dir gesagt, dass Allah hat einen Sohn und sein Sohn ist König der Juden. Allah hat einen Sohn und sein Sohn kommt vom Geschlecht Juda, also ein jüdischer Jude. Weiter sagen diese Versen, dass dieser jüdische Jude im Fleisch kam und leidete und gestorben ist am Kreuz Golgotha, zurückkommt, um zu herrschen über die UNO und jeden Moslem auf dieser Erde, soll dann zusätzlich seine Füße küssen müssen, wenn er kommt. Psalm 72, Vers 9 und Psalm 2, Vers 12. Allah, der Koran hat hierüber keine Information. Allah des Alten Testaments sagt, dass Gott diese Gefangenschaft der Juden umdrehen soll nach 5. Mose 30, Vers 3, Psalm 14, Vers 7, Psalm 126, Vers 1, Jeremia 32, Vers 44, Jeremia 29, 14, Sophia 2, 7. Und sie in sein eigenes Land bringt und sie dann zu ihren früheren Zustand wieder erhöhen möchte, nach Ezekiel 16, Vers 55. Das ist weniger als ein Zehntel von den Versen über dieses Thema. Der Allah von der Koran weiß nichts hierüber. Verneint, dass die Juden mal wieder hergestellt werden,
als eine originale politische Theokratie. Mohammed Allah erklärt, dass die Völker die Nation Israel loswerden müssen, vollkommen loswerden müssen, das ersetzen mit einer islamischen Nation. Warum hat er das getan? Ich weiß es nicht. Es gibt nicht so etwas als die islamische Nation. Islam ist eine Religion. Du hast islamitische Nationen wie Libyen, Marokko, Algerien, Ägypten, Arabien, Pakistan. Aber du kannst nicht irgendeine islamische Nation einzeln haben, bis die ganze Welt sich bekehrt zu Islam. Das ist der Koran prophezeit nach der Gott. Hier spricht ein Gott und die Gott sagt folgendes. Johannes 3, Vers 36. Wer den Sohn nicht glaubt, soll das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Er sagt in Johannes 8, 21, wo ich gehe, kannst du nicht kommen. Er ging im dritten Himmel nach 2. Korinther 12, Vers 2, zum Paradies, nach Offenbarung 2, Vers 7, in der neuen Jerusalem, Offenbarung 21, Vers 2. Bevor er aufgefahren ist, hat dieser Allah des Neuen Testaments gesagt, ich gehe hin, um den Heiligen Geist zu schicken, und er soll die ganze Welt hier auf Erde überzeugen von Sünde, weil sie nicht glauben an meinen Sohn, Johannes 16, Vers 7, 8 und 9. Kein Muslim auf Erde glaubt an diesen Sohn. Jesus, die sie ehren, kann nirgendwo gefunden werden in Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Den, die sie ehren, ist ein Charakter mit Namen Isa. Ihm heißt so Esau. Die geboren soll sein unter einem Palmbaum, niemals auf ein Kreuz gestorben worden ist. Das ist diese unbekannte, nicht historische Person, die sie ehren, nach dem Gott der Islam. Wir haben gesprochen über die Stimme, will der wahre Allah bitte aufstehen. Allah, der Koran sagt dir in Sura 5, Vers 87, dass ein Mann Sex haben kann mit jeder unverheirateten Frau, wenn er sie ein Kleid um Geld gibt. Sura 4, 24, Hodadid Bukhari 16, Volumen Nummer 30. Mohammed nennt dies einen Vergnügungsehe. In Sura 4, Vers 24 schickt der Allah, der Koran, Moslems ein Vers und gibt sie Erlaubnis an die Männer, um Sex zu haben mit jeder weibliche Gefangene, die er in den Krieg gefangen genommen hat. Hat Jesus seine Nachfolger diese Erlaubnis gegeben, um das Land von ihren Feinden und Frauen zu nehmen? Nein, Jesus sagt etwas ganz anderes diesbezüglich. Er sagt in Matthäus Kapitel 5, Vers 28, ich aber sage euch, wer ein Weib ansieht, ihrer zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Allah nimmt einen Mann und nützt ihn als ein Mundstück für einen Engel mit 600 Flügeln, Holy Hadith Bukhari, 1. Volumen, Nummer 386. Und dieser Mann sagt mit Allahs Anerkennung das Folgende. Du findest die Quelle für diese in der Bibliografie, Kapitel 9, Behind the Veil, 2. Teil bei Joseph Abd el-Shafi. Zitat. Wiemen sind die Ursache von aller bösen Schwuren und Verfluchungen. Holy Hadith, Volumen 7, Buch 62, Nummer 30, 31 und 32. Die meisten der Leute, die in die Hölle kommen, sind Frauen. Holy Hadith, Bukhari, Volumen 1, Nummer 161. Ich habe niemals eine Trübsal-Stimme gehabt aus Frauen. Holy Hadith, Bukhari, Volumen 7, Nummer 33. Danach sagt er, Frauen haben einen Mangel an Glaube und Intelligenz. Holy Hadith, Bukhari, 1. Teil, Nummer 301. Wenn ein Mann und Frau einverstanden sind, um zu heiraten, dann soll diese Ehe stattfinden, drei Nächte. Und wenn sie damit weitergehen oder sich trennen, ist das möglich. Mama hat gesagt, dass wenn er mal jemandem sagte, einen anderen anzubeten, dann sollte er die Frau beraten, ihren Mann anzubeten. Er fügt dazu, dass wenn ein Mann seine Frau fragt, mit ihm ins Bett zu gehen,
und sie weigert und er wütend eingeschlafen ist, der Engel sie verfluchen soll. Meine Zitat. Das ist alles Prophet. Ist das der Prophet wie Mose? Wir haben alle gesagt, dass das war Jesus Christus in Apostelgeschichte 3, Vers 22, 23, 24, 25, 26. Betreffende Frauen schlagen, sagt Mohammed, in Sura 4, 34, hangen Peitsche dort, wo die Frauen, eure Frauen es sehen können, Ende Zitat. Wenn Ermahnung und sexuell Ablassen nicht Resultaten verlangt zu bringen und die Frau ist ein kalten, sturen Typ, dann hat der Koran dem Mann das Recht gegeben, um ihr zu strafen und zu schlagen, solange er nicht ihr Gebein bricht und Blut fließen lässt. Ende Zitat. Der Koran sagt in Sura 4, 34, bezüglich die Frauen, sie sollen Rebellion befürchten, sie sollen ermahnt werden und zu ihr Bett verbannen und sie dann schlagen. In der Holy Hadith, das Buch, was gebraucht wird für Islam, Scharias, Gesetz und Sunnas, der Aussage von Mohammed, dann finden wir, dass die Hand von einem Dieb soll amputiert werden, wenn er etwas gestohlen hat, mehr wert als ein Viertel von einem Dinar, so 7 Cent in Arabien. Man hat gesagt, dass der Gott der Dieb fluchen soll, wenn er ein Ei stellt oder ein Kleid, dann soll seine Hand amputiert werden. Wenn es kommt zum Umgang mit jüdischen Leuten, sagt Mohammed, wenn du einen jüdischen Mann findest, sollst du ihn ermorden. Dann hat er gesagt, er hat an seine Freunde, Moisha, sind zu einem jüdischen Geschäftsmann gegangen und hat ihn umgebracht. Ende Zitat. Biografie von Mohammed bin durch Ibn Hisaim, 1992, Seite 48, Volume 3. Ein Moslem-Journalist hat gesagt, dass der Staat unterstützt den Prediger in einige von den größten Moscheen weitergehen mit Verfluchen und einem Ruf für die Zerstörung von allen Nicht-Muslime und sie sprechen auch noch über die Rechten von Frauen. Ende Zitat. Die Journalist, die das geschrieben hat, wurde geschlagen von einer Peitsche, weil er hatte Islam gezeigt, sein wahres Gesicht. Ende Zitat. Das heißt, er wurde gepeitscht, weil er die Wahrheit hat gesagt. Hast du mal gehört von der Allah des Alten Testaments oder Neuen Testaments, die einen Mann nimmt, die das sein Gläubige lehren soll? Nun, das sind Aussagen von Mohammed. Und wir sollen das nächste Mal weitergehen mit diesen Aussagen. Und nochmals, wir zitieren auch die Quelle, die darin erwähnt werden. Ich möchte schlussendlich abschließen mit einer Warnung. Und das ist, wenn du dieses hörst und du bist religiös, aber du bist noch nicht errettet, du brauchst zu glauben an das Blut von Gottes einzigen geborenen Sohn. Er alleine kann deine Sünde vergeben und deine Seele von der Hölle retten. Glaub an den Herrn Jesus Christus und du sollst heute selig werden, du und dein Haus.